Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe beinahe zur... Wie war das? Wie bin ich hier durch? Erstmal falle ich hier natürlich runter. Wisst ihr was? Wir gehen nochmal schnell zur Vulgrim-Position zurück und teleportieren uns dann einfach daran vorbei, weil darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ich weiß noch, wie lange ich da damals dran hing. Ja, Karte, machst du dich mal auf? Danke. Und zwar, wir sind jetzt schon irgendwo hier. Wir sollen da in einen Bereich. Ich müsste irgendwie da rüberkommen und dann... Da ist halt die nächste Vulgrim-Position. Zu der wollen wir hin. Deswegen gehe ich einfach zur letzten Vulgrim-Position. Das war ja nicht weit. Das ist jetzt nun mal wirklich nicht so das Schlimme, da zurückzukommen. Sind wir einfach wieder hier. Wenn die Kamera mitspielt, danke. Jetzt sind wir einfach hier wieder ran. Und da müssen wir auch nochmal runterspringen. Und dann müssen wir da wieder hoch. Zack. Sobald wir aus der Röhre raus sind, können wir ja auch Ruinen benutzen. Habe ich das damals gar nicht geholt, da drüben? Da liegt doch noch irgendwas. Dazu müssen wir... Komm zurück. Müssen wir ihn da runterholen. Damit er uns jetzt nämlich hochzieht. Warum auch immer diese komischen Pflanzen so versessen darauf sind, das Teil hier immer hochzuziehen. Aber die beißen ja sowieso in alles rein. Von daher wird es wahrscheinlich einfach daran liegen, dass sie in alles reinbeißen. So, weil hier gibt es nochmal eine Truhe. Blutbad. Krieg wird mehr und mehr von Hass erfüllt und generiert noch schneller Chaos. Okay, das ist sogar richtig gut, dass wir hier nochmal hochgegangen sind. Weil das bringt ja wirklich was. Das schnelleres Chaos regenerieren, also schneller Chaos regenerieren ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. So, da vorne ist das Ende der Höhle, dann kann ich auch wieder Ruin rufen. Weil mit Ruin geht das dann doch ein ganzes Stück schneller. Als hier zu Fuß durchzulaufen. Oh, da war ein Pixelfehler. Hahaha. Auf der trockenen Straße können wir mit Ruin reiten. Praktische Sache. Wartungszeit. Ach, die Gegner sind wieder hier. Die haben wir aber recht schnell enthauptet. Ja. Ach, schade, da kommen wir nicht mit Ruin rein. Wäre auch ein bisschen komisch gefunden. Hier hatte man einen Ladevorgang. Das kennen wir ja, wenn er, wenn ich zu schnell war und er noch ein bisschen was von der Map laden muss, dann macht er das einfach mal. So. Und jetzt laufen wir stur geradeaus. Weil das ja so viel Spaß macht, stur geradeaus zu laufen. Ja, wenn man dann noch nicht die Abzweigung verpassen würde, wo muss ich jetzt, da muss ich jetzt runter. Und da kann ich mir auch ein bisschen Weg abkürzen. Och nö, komm. Geh weg. Ja. Ich muss mich kurz mit ihm auseinandersetzen, weil sonst habe ich gleich keine ruhige Minute mehr. Ich wollte eigentlich ein Auto auf ihn werfen, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Aha. Das mit den Autos macht, glaube ich, echt Schaden. Habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, genau. Hau ihn auf die Fresse. Wir wollen ihn leiden sehen. Wir wollen ihn leiden sehen. Wir wollen ihn leiden sehen. Findet er, glaube ich, nicht so witzig. Den Song. Ich dachte eigentlich, das wäre echt so ein totaler Welthit. Aber gut. Er sieht das offenkundig anders und ich kann es ihm auch nicht so ganz verübeln. Immerhin ist das ein Lied über seinen Untergang, dass wir da trellern. Und wenn wir damit dann auch noch Geld verdienen in den Charts, dann ist das natürlich schon ein bisschen fies, weil er kriegt ja nicht mal einen Anteil, weil er ist ja tot. So. Ne? Heißt Bescheid. Ich hoffe, das bleibt jetzt hier länger oben, dass wir da Zeit haben, überhaupt durchzukommen.
So. Und durchgekommen. Und wisst ihr was? An denen laufen wir jetzt einfach vorbei. Da habe ich jetzt keine Lust, mich noch durchzukämpfen. Wir können uns hier rein sowieso nicht folgen, wahrscheinlich, oder? Ah, zumindest der kann's. Machen wir den mal schnell platt, weil es ist ja nur der Kleine. Der ist ja schnell gemacht, der Zwerg. Ladevorgang. Wir stehen so anmutig gerade da. Düm, 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 düm. Haben wir es denn mal? Was lädt denn der jetzt so ewig? Danke. Ich hatte gerade schon so ein bisschen Schiss, dass er sich vielleicht aufgehangen hat. Aber war ja scheinbar unbegründet. Ich gehe mir nicht auf den Zeiger. So, und in your face. Wenn man das noch als Gesicht bezeichnen darf, was du da hast. Ah gut, der ist noch einer von der Sorte, die noch leicht diabolisch genug wirken, damit sie nicht absolut hässlich sind. Fulgrim, danke. Schlangenloch. Ich porte mich doch zu der... jetzt ist die Frage, welcher von beiden ist denn das? Das ist das Ascheland. Und wenn nicht, können wir uns ja gleich noch weiter teleportieren. Ich nehme währenddessen einen Schluck meines Wassers. Feinstes Mineralwasser aus der Marinius-Quelle. Damit meine Kehle nicht ausdorrt und ihr gut unterhaltet werdet. Das hoffe ich doch zumindest, dass ihr das tut. Ja, ein guter Kumpel von mir und auch Let's Player hat mir gestern noch auf die Pinnwand bei Facebook was gepostet von wegen Speedrun in 1 Stunde 27, wo ich mir nur dachte, ja, aber nicht mit mir, weil ich hänge ja jetzt schon alleine 8 Stunden dran, ne? Haben wir ja gerade eben gesehen. Und wir sind noch nicht mal beim 4. Auserwählten durch. Allerdings muss ich mich natürlich auch in vieles erstmal einfriemeln. So, und jetzt warten wir. Guck mal, wir können Ballett aufführen. So. Hallo, 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 hallo. Hihi, Salto. Und Flügel. Ich frage mich, ob wir nach der Spinne noch irgendwas dazu bekommen. Weil wir haben jetzt überall immer eigentlich was hinzubekommen. Und ich frage mich, wo das Portal... Genau da kommt es natürlich. Genau da, wo ich gerade fragen wollte, Nuff bleibt in das Portal. Und genau hier an die Stelle wollte ich ja. Passt also perfekt. Das hattest du schon mal gesagt. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr benutzen. Immerhin wissen wir jetzt so grob. Wo muss ich denn jetzt eigentlich genau längs? Das habe ich noch nicht so ganz... Pfeiltasten. So, ich bin jetzt nämlich hier zurechtzusuchen. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, wo ich genau hin soll. Da soll ich hin. Muss ich dafür... Muss ich denn genau hin? Ich muss irgendwo... Ja, beim letzten Mal hatte ich es gefunden, das weiß ich. Allerdings bin ich mir gerade absolut unsicher, wo ich jetzt hin soll. Er zeigt mir an, ich soll hier rein. Ach so, genau. Ich weiß es doch wieder. Es gab eine Stelle hier, wo man vorher nicht längs kam. Weil man dazu diesen Sprung braucht, den wir jetzt wieder haben. Daran habe ich mich auch gerade nur wegen dem wegen der Tatsache an sich erinnert. Ja, das Würmchen, das uns hier vorher gequält und schikaniert hat, das gibt es jetzt nicht mehr. Das war, glaube ich, das große Würmchen. So. Da müssen wir rüber.
Und weiter. Hui. Ach, wohin kann sowas runterspringen? Ist gut zu wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gerade auf dem richtigen Weg sind. Ist er da hoch? Nee. Da kommt er wieder nicht hoch. Ach, meine Güte. Dann laufen wir jetzt mal ein kurzes Stück zu Fuß. Und irgendwo da vorne müsste das jetzt auch bald kommen, was ich meine. Wo wir so einen schönen Sprung über einen Abgrund vollziehen dürfen. Den wir nur dank dieser Brücken schaffen. Da hinten. Da ist es. Da sehen wir schon, es ist so ein mythisches Konstrukt. Da reiten wir jetzt einfach mal. Ja. Wir wissen, dass das eine Seenbrücke ist, das wird uns ja schon gesagt. Das sieht, finde ich, sehr geil aus, wenn man darüber prescht. Und wir sehen schon Spinnenweben. Wir sind im Gebiet von der Spinne. Ich habe gerade noch hier einen. Musste gerade überlegen, wie sie hieß. Aber mir fällt der Name eh nicht ein. So, war hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Wir können, glaube ich, direkt durchreiten. Wir müssen hier ein bisschen Weg überqueren. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir Ruin gekriegt haben. Weil stellt euch mal vor, wir müssen hier zu Fuß längs laufen. Wird ja ewig dauern. Manchmal dreht sich auch ein apokalyptischer Reiter zu spät um. Und das endet dann in einem schwarzen Bildschirm mit Ladevorgang. Wissen wir das auch? Ja, jetzt sind wir beim Eisernen Dach und das ist die Region der Spinne. Hier müssen wir uns jetzt erstmal rausbefreien. Und was genau uns hier erwarten wird, sehen wir aber dann in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Darksiders. Bis dahin, tschüsselü!